Interessanterweise haben wir bei Wetten, dass immer wieder versucht, so Gruppen wieder zusammenzubringen. Also Robbie Williams mit dem Take That. Und wir haben natürlich auch es einmal sogar geschafft, Modern Talking wieder zusammenzubringen. Wir haben es für heute Abend wieder versucht. Aber hat nicht ganz geklappt. Gott sei Dank haben wir die bessere Hälfte. Hier ist Thomas Anders. You're my heart, you're my soul. Thomas Anders. Danke. Dankeschön. Danke. You're my heart. You're my soul. Grüß dich. Ingolf. Ich hab's immer gewusst, aus dem Lied kann man was machen. Ja. Ja. Hat geklappt. Toll. Ja. Ich liebe den Song heute noch. Nein, es ist wirklich, ich weiß auch nicht, ist es die Gnade des Alters oder was auch immer. Es ist ja richtig, oder ist es wahrscheinlich die Erinnerung. Sag mal, apropos Erinnerung, ihr beide habt euch gerade in den Arm gelegen. Du hast es ja nicht leicht gehabt bei Formel 1. Ja, wir haben uns ausgesöhnt, wir zwei. Wir haben uns ausgesöhnt, ja. Aber es war, ihr wart zum ersten Mal bei uns, als ich die Sendung moderiert habe. Und ich stand natürlich irgendwie auf Ramones und was weiß ich. Und dann sollte ich eine Ansage machen und habe gedacht, na gut, diese beiden Ritter der Ballonseide mit diesem...
mit diesem Song. Also, pass auf, Ingolf, ich will dir gar nicht zu nahe treten, aber es war mir damals vollkommen egal. Ich war Nummer eins. Ja. Also, aber. Ihr wart, stimmt, aber ihr wart erst Nummer eins, nachdem ihr bei uns wart. Nachdem du versucht hast es zu verhindern. Ich habe das versucht zu verhindern. Wir haben euch irgendwo hingestellt ins Dunkel, haben dann noch Qualm gemacht und so. Ja, es gibt Fotos von diesem Attentat oder einen kleinen Film. Also wie die Formel 1 versucht hat, die beiden unsichtbar zu machen. Zeig mal ganz kurz. Thomas singt super, finde ich, und ich schreibe ganz gute Titel. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr so braungesund aussieht. Wie kommt das, von der russischen Sonne oder Möhren irgendwie? Sagt? Das kommt damit, weil wir viel im Ausland sind. Da bleibt immer so eine Minute Zeit, um sich mal in die Sonne zu legen. Ja. Also, hat nichts geholfen. Im Nebel untergegangen, hat euch aber nicht geschadet. Sag mal, du singst das immer noch mit Inbrunst und du singst das ja weltweit nach wie vor. Ja. Ich weiß gar nicht, ich war in Polen, habe ich Plakate von dir gesehen. Habe ich gesagt, den kenne ich, hat mir keiner geglaubt. Ja, doch, doch. Nein, ich war in diesem Jahr, bin ich sehr glücklich, in Israel mit einer Tour, in Kanada und in Deutschland war ich auf Tour. Also ich singe es wirklich wahnsinnig gern. Und man hat ja gemerkt am Anfang, es sind immer verschiedene Versionen, also diese balladeske Version von Your Mahat. Das ist große Musik. Ja, endlich sagt er es mal. Na, selbstverständlich. Haben Sie es gehört? Ich habe vorhin mit den Cellistinnen, weil ich habe selber auch Cellospiele gesprochen, und das ist ja notiert, Your Mahat, Your Soul ist notiert in C-Moll. Ja, das ist jetzt geht's aber Rachmaninov, Klavierkonzert, C-Moll, Opus 18, zweiter Satz. Das ist große Musik. Ich denke manchmal, wenn ich dann irgendwann mal, wenn mich das Zeitliche segnet, und ich bin oben und ich stehe vor der Tür und ich hoffe dann immer, Petrus war kein Modern Talking Fan, weißt du? Weil sonst wird er nämlich sagen, Lück, du hast so viel verbrochen, ab runter da, wo es heiß ist für dich, ja? Was natürlich auch wieder gut ist, weil da treffe ich Dieter Bohlen wieder. Wie es auch endet, Happy End. Thomas, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, danke. Auch einer der Männer, die immer besser aussehen, je älter sie werden. Danke. Was heißt auch? Ich meine, dich habe ich nicht gemeint. Aber das war national, international. Ein Produzent, von dem du auch bestimmt einiges in Formel 1 gespielt hast, war Trevor Horn. Er ist geradezu, ja, man kennt ihn in Fachkreisen. Und wer ihn nicht kennt, der lernt ihn jetzt ein bisschen kennen. Hier ein kurzer Einblick in das Werk von Trevor Horn. Nicht grundlos, denn gleich ist er bei uns.